Ja, ich möchte euch heute erklären, was eine Schmal- und eine Breitbahn ist und wie sich danach die Auswahl des Papiers für euer Buchprojekt bemisst. Und zunächst mal muss man dazu wissen, dass sich während der Produktion die Papierfasern vorwiegend in Längsrichtung der produzierten Papierrolle ausrichten. Und wenn ihr euch mal so Filme anschaut auf YouTube über die Papierproduktion, dann seht ihr, dass da riesige Papierrollen hergestellt werden, die dann später noch zerschnitten werden müssen, damit man das Papier überhaupt gebrauchen kann. Und als Modell für diese riesigen Papierrollen soll mir mal diese Packpapierrolle dienen, die ich hier habe. Ich roll die mal ein Stück weiter noch auf. So. Und die muss jetzt zerschnitten werden. Und das passiert im Querformat und im Hochformat. Im Hochformat habe ich also so eine sogenannte Schmalbahn, bei der verläuft die Laufrichtung, die ich hier mit so schwarzen Linien eingezeichnet habe, parallel zur längeren Papierkante. Bei der Breitbahn verläuft die Laufrichtung parallel zur kürzeren Kante. Und das ist jetzt wichtig für die Berechnung des Papiers, des verwendeten Papiers für mein Buchprojekt. Meistens muss ich ja das Papier irgendwie falten. Ob ich jetzt ein Leporello oder ein Heft mache, ich muss es falten. Da sehe ich schon, dass bei der Schmalbahn, das ist ein DIN A4 Format, was ich eben modellhaft auch verwende. Und das gilt natürlich auch für alle größeren Papiere. Aber eine Schmalbahn in DIN A4, da kann ich nur so ein Heft machen, in dieser Breite. Das wird nicht breiter. Ich kann es höchstens länger lassen, wie ihr seht, ja? Das kann ich noch machen, so lang lassen. Ich habe es jetzt hier auch nochmal halbiert und hatte dann dadurch auch zwei Seiten und habe es dadurch gut ausgenutzt. Aber breiter als so wird es nicht. Wenn ich ein Papier, was eine Breitbahn ist in DIN A4, für ein Heft oder für ein Leporello verwende, dann ist mein größtes Format, was ich dann bekomme, DIN A5, weil ich kann es hier in der Mitte mit der Laufrichtung falten. Und dann habe ich so ein Heft daraus, diese Größe. Und natürlich könnte man jetzt aus einer Breitbahn auch so ein kleineres Format machen. Das macht man aber nicht. Und jetzt, das ist jetzt wichtig, dass man das überlegt. Auch eben für größere Formate. Ich würde nicht so ein kleines Format aus so einer Breitbahn nehmen. Denn um es korrekt falten zu können in der Laufrichtung, würde ich jetzt an dieser Stelle das alles hier verschwenden. Das wäre nämlich mein Verschnitt. Und deswegen muss ich eben gut überlegen, habe ich eine Breitbahn, habe ich eine Schmalbahn. Entsprechend so verläuft eben meine Laufrichtung und entsprechend danach kann ich mein Papier falten, sodass ich es optimal ausnutze und möglichst wenig Verschnitt habe. Auf der Papierpackung ist manchmal ausgewiesen, ob es sich um eine Schmalbahn oder eine Breitbahn handelt. Wenn es sich um eine Schmalbahn handelt, stehen dort die Buchstaben SB oder Englisch LG für Long Grain. Und handelt es sich um eine Breitbahn, kann man BB lesen oder SG für Short Grain. Und manchmal ist auch eine der Zahlen, die das Format angeben, unterstrichen, und bei der Breitbahn ist die größere Zahl, die höhere Zahl unterstrichen und bei der Schmalbahn ist die kleinere Zahl unterstrichen. Ich habe jetzt auch mal das bei mir gesucht, bei meinen Papierpaketen, habe aber nur eins gefunden, wo ich das feststellen konnte und ich halte das mal in die Kamera. Also hier kann man lesen SB
für Schmalbahn. Bei der Schmalbahn verläuft ja die Laufrichtung parallel zur längeren Papierkante. Das heißt, so eine Schmalbahn kann ich dann auch entsprechend so falten. Und jetzt kommen wir zu einer der häufigsten Fehlerquellen. Man muss, wenn man das Papier schneidet, es häufig zunächst gegen die Laufrichtung schneiden, bevor man es in der Laufrichtung falten kann. Wenn ich jetzt aus diesem etwa 40 x 60 cm großen Blatt ein Leporello machen möchte, ist das ja nicht mein Endformat, ich muss es schneiden. Und nehmen wir mal an, ich möchte etwa 20 cm Höhe mein Leporello haben, dann muss ich hier etwa schneiden. Ne? So. Also ich muss es gegen die Laufrichtung schneiden und ich mache das mal eben. So, jetzt habe ich es also gegen die Laufrichtung geschnitten und jetzt kann ich es wieder in der Laufrichtung falten. Und das ist eben, wie gesagt, die häufigste Fehlerquelle, weil da muss man gegen die Laufrichtung arbeiten, nämlich mit dem Schneiden, um dann mit der Laufrichtung wieder falten zu können. Als Beispiel zeige ich nochmal diese beiden Leporellos, das hier hatte ich schon mal gezeigt. Das ist gegen die Laufrichtung gefaltet und das springt halt gleich wieder auf. Und dies ist auch ein Leporello, aber da springt gar nichts auf. Ja, das ist also, liegt also wirklich, das hier kann gar nicht gemütlich da liegen, das ist wie Wackelpudding. Und dies hier, ja, das ist okay. Und wenn ich so ein Resultat haben möchte, dann muss ich alle Materialien, also alle Pappen und alle Papiere, die ich miteinander verklebe, die muss ich also auch in der Laufrichtung miteinander verarbeiten. Und ich zeige das nochmal kurz. Ich brauche dazu hier in dem Fall einen Pappendeckel. Da ist es die Laufrichtung, die habe ich mir da eingezeichnet. Ich brauche ein Papier, womit ich ihn beziehe. Und da habe ich das Papier schon mal in der Laufrichtung selber gemustert. Das ist ein Kleisterpapier. Das würde ich also so miteinander verkleben, dass die Laufrichtung übereinander übereinstimmt. Ich würde es auf keinen Fall so miteinander verkleben, weil dann würde diese Laufrichtung quer zur Laufrichtung des Pappendeckels sein. Und dann bekomme ich einen Pappendeckel, der leicht gewölbt ist. Den kriege ich nie wieder gerade. Also, ich muss sämtliche Materialien und auch eben das Papier, was dann in diesen Leporello hineinkommt, auch wieder mit der Laufrichtung übereinstimmend verarbeiten. Und ich hoffe, dass ihr jetzt verstehen konntet, wofür es wichtig ist zu wissen, ob ich eine Breitbahn oder ob ich eine Schmalbahn habe. Nämlich, es geht dann darum, dass ich das Papier ganz optimal ausnutzen kann und möglichst wenig Verschnitt habe. Ja, und ich wünsche euch da viel Spaß beim Schaffen und verzweifelt nicht, wenn es nicht klappt und wenn ihr euch verschneidet. Das ist ein ganz normaler Lernprozess, denn in diese Denkweise, Breitbahn, Schmalbahn und Laufrichtung und das alles miteinander zu beachten und beim Schneiden nicht mit der Laufrichtung, sondern gegen die Laufrichtung zu schneiden, da muss man erstmal reinwachsen. Und das wird aber dann mit der Zeit. Und wenn ihr euch verschnitten habt, schmeißt bloß nichts weg. Versucht daraus noch etwas anderes zu machen. Dann gibt es unvorhergesehene Resultate und über die kann man sich dann auch meistens freuen. So muss man es sehen. Viel Spaß!